Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Xboxuser.de Guide zu Final Fantasy 15. Und zwar zeigen wir euch heute, wie ihr beliebig viele Montisaurus-Schnabel farmen könnt, das in kürzester Zeit und somit Limit-Rausch-Magie erstellen könnt. Das ist das, was ihr für das englische Version als Limit Break kennt. Wir begeben uns nach Ravatoga auf den Markt. Und hier gibt es bei dem Grillmeister einen Jagdauftrag, bei dem es darum Kundschaft, geht, schlagt euch mal schön einen den Bauch voll. Montisauris zu jagen. Dieser hat die Chance, seinen Schnabel zu Holz, Holz, droppen, wenn ihr ihn Silber. bekämpft. Wir sehen, der Jagdauftrag heißt der Feuervogel, Stufe 67, das heißt, ihr solltet auch etwas höher sein. Aber das reicht auch, wenn ihr das so spät im Game machen könnt, denn die Limit-Rausch-Zauber braucht ihr eigentlich wirklich nur im Endgame. Diese Zauber heben die Damage-Kapazität auf. Das heißt, ihr könnt beliebig viel Schaden anrichten. So macht ihr zum Beispiel aus einem Feuerzauber einen Flare-Zauber. Jetzt sehen wir schon, der Gegner ist hier im Dungeon drin, ja. Und jetzt ist es wichtig, dass die Schritte in der richtigen Reihenfolge gemacht werden, damit ihr später raus Zeit spart. Ja. Der Ravatoga, das ist euer Ziel. Ihr lasst bitte den Wagen hier stehen und lauft oder nehmt ein Chocobo. Auf keinen Fall mit dem Wagen zum Dungeon fahren. So. Im Dungeon Wir sind begebt da. ihr euch jetzt allererstes zum Refugium. Das ist ganz wichtig, dass ihr die Schritte in dieser Reihenfolge macht. Ich zeige euch hier auf der Karte, in der Mitte des Dungeons ist das Refugium. Jetzt rastet ihr im Refugium. Das ist wichtig, ob ihr es braucht oder nicht, ihr Hier nicht müsst hinwandern. rasten. Na, wo Der denn Vorteil am sonst? Rasten ist, ihr könnt jetzt noch etwas Schickes kochen. Und zwar gibt es mehrere Rezepte, die findet ihr alle in Lestallum unten bei einer Frau, die an der Holzbank sitzt. Diese Rezepte bringen euch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Gegner Loot droppen. Und zwar gibt es einmal ein einfaches Rezept, Gemüse mit Reis, und dann gibt es den Goldballreis. Das sind entweder 50 oder 100%. Hier sehen wir, der Goldkugelreis gibt 100% Fundrate, und es gibt noch den Reis mit Geflügel und Ei, der gibt 50%. Das erleichtert diese ganze Aktion erheblich, wenn ihr das nicht habt. Ihr braucht es nicht, aber das macht es leichter, weil plus 100% Fundrate ist es für dich schon ganz ordentlich. Das heißt, das nehmen wir mit, wenn wir können. Wenn nicht, machen wir das ohne. Und dann, nachdem wir gezeltet haben, nachdem wir gegessen haben, gehen wir direkt den Weg auf der Karte zum Endboss. Nochmal diesen wunderschönen Reisauflauf begutachten. Und direkt dann im Anschluss gehen wir zum Endboss. Wenn wir dort angekommen sind, müssen wir den legen. Es ist kein sonderlich schwerer Kampf. Es ist eine, je nachdem wie ihr kämpft, etwas längerer Kampf. Und der Gegner droppt halt mit etwas Glück, was ihr natürlich mit dem Essen verbessern könnt, euer Glück, droppt er seinen Schnabel. Wir kämpfen ihn hier und sehen dreimal Montisaurus-Schnabel. Es kann auch sein, dass es nicht dreimal ist, sondern einmal. Ihr könnt auch Pech haben und es ist gar nicht. Drei ist natürlich super. Und jetzt kommt der Punkt, weswegen die Reihenfolge wichtig ist. Wir können uns jetzt, nachdem wir den Item haben, einmal vorher angucken, was er ist, damit ihr seht, das bringt euch was. Und zwar, wenn wir jetzt Magie casten, nur als Beispiel Feuer, können wir den mit in die Synthese schmeißen. Und zwar finden wir den im letzten Punkt des Inventars zur Synthese, die Wertgegenstände. Und das Ganze heißt Montisaurus-Schnabel. Nur damit ihr das einmal gesehen habt, wenn man den mit reinwirft in das Ganze, dann kriegt man hier Limit Rausch Stufe 99, ein ultimativer Feuerzauber, der alle bekannten Schadensgrenzen sprengt. Und das wird euch sicherlich später im Endgame bei einigen Gegnern eine große Hilfe sein. So, wir können jetzt zurück zum Eingang uns portieren über das Menü. Und von da können wir die Option benutzen, zurück zum Regalia. Dann sind wir direkt bei dem Händler, weil der Regalia immer noch vor dem Händler steht. So sparen wir uns den ganzen Rückweg. Jetzt können wir das Ganze bei dem Grillmeister abgeben. Das Schöne an der Sache ist, es gibt auch ordentlich Geld und eigentlich ganz gute Erfahrungspunkte. Also das Ganze ist sowieso ganz gut, wenn ihr ein bisschen grinden wollt. Und das Schöne ist, den Jagdauftrag können wir immer wieder annehmen. Das heißt, wenn ihr alles in der richtigen Reihenfolge gemacht habt, nehmt ihr jetzt den Jagdauftrag einfach nochmal an und könnt dann
Wollt ihr was essen? Nachdem ihr den habt, der ist natürlich jetzt ganz unten in der Liste und grau unterlegt. Aber er wird euch wieder zum Gegner führen. Der Gegner spawnt so wieder. Wenn ihr den Auftrag jetzt wieder angenommen habt, könnt ihr die Schnellreisefunktion zum letzten Ort der Rast machen. Das bedeutet, ihr werdet wieder zum Refugium teleportiert und müsst also nicht da ganz wieder hochkraxeln. Das heißt, ihr seid direkt beim Endboss. Ihr habt jetzt sogar das Glück, dass, weil alles so schnell geht, immer noch der Buff von dem Essen aktiv ist. Das heißt, ihr habt immer noch eine Fundrate plus 100%. Lauft jetzt wieder zum Gegner, besiegt den Gegner wieder und ihr habt Glück und findet vielleicht wieder dreimal Schnabel, vielleicht auch nicht. In dieser Art und Weise braucht ihr ungefähr 5 Minuten, um den Gegner einmal zu legen und könnt mit etwas Glück alle 5 Minuten 3 Montisaurus-Schnäbel abgreifen. Und somit quasi beliebig viel Limit Break Zauber fürs Endgame sammeln. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks, News, Reviews und Guides gibt es auf www.xboxuser.de. Explizit Final Fantasy Hilfen findet ihr in unserem YouTube-Channel en masse. Viel Spaß mit euren neuen Zaubern und viel Erfolg im Endgame.